brauchen wir noch Leisten. Das muss man mit denen hier. Diese Leisten legen wir uns jetzt hier unter die Tasten. Gucken, ob das hinkommt. Damit die Stiftchen hier verschwinden, dass wir schön schleifen können. Ja, das funktioniert. Dann legen wir uns die Tasten mal rein. Ich sehe gerade, das wackelt sehr. Dann werden wir uns das auch mal lieber hier ein wenig fixieren. Mal gucken, wie ich das mache, wenn ich die Tasten nicht störe. Mal sehen, ob das funktioniert. Das müsste gehen. So, dann legen wir uns die Tasten mal rein. Ja, die dürfen nicht großartig wackeln. Aber die Stifte hier müssen verschwunden sein, dann können wir hier gleich schön drüber schleifen. Letzten. Ja, die Stiftchen sind jetzt verschwunden, sodass wir hier schön schleifen können. Dazu benötigen wir Schleifpapier. Und später auch hier unseren Dreieckschleifer. Schleifen wir uns zunächst mal hier
Ecken. Könnte auch noch ein bisschen stark, aber ich kann es nicht tiefer machen. Naja. Nur mal zur Demonstration. Dann können wir nachher mit dem Dreieckschleifer hier dass diese Steckdosenleisten nur so schwergängig sind. So, dann können wir danach hier nur mal zur Demonstration. Ich mache dann nochmal mit feinem Papier nach. Und so werden wir jetzt die ganze Klaviatur erstmal schleifen. Und dann sehen wir uns später wieder. So, das sieht wieder schön aus. Dann können wir die schwarzen Tasten mal weglegen.
damit wir dann nachher hier vorne noch mal drüber schleifen können gleich, bevor wir die weißen Beläge aufbringen. Gehen wir hier auch mal drüber. Ja, dann schauen wir uns mal die Beläge an. Ja, die gibt es in verschiedenen Längen. Kopflänge 52 mm und 50 mm. Das müssen wir gleich mal testen. Normalerweise müssen jetzt noch die Tastenseiten gesäubert werden, aber das erledigt sich später von alleine, weil wir diesen neuen Klaviaturbelag seitlich beiarbeiten müssen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist vorher die Fronten hier polieren. Die sind also sehr gelb. Das sieht unschön aus. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich nehme mal eine Taste zur Demonstration. Hier. Ich denke, man sieht den Unterschied. Ja, dann werde ich jetzt die Fronten polieren und dann sehen wir uns später wieder.